Hallo und herzlich willkommen von Boom Adventure. Ja, das Abenteuer geht weiter. Ja, zuerst seht ihr, wie wir da wieder rausgekommen sind. Es war dann schlussendlich halb so schlimm. Dann haben wir einen schönen Platz gefunden an einem Stausee. Und danach ging es rein nach Nisch in die Geschichte hinein, in die Vergangenheit. Und dann sind wir wieder rausgefahren und haben wieder einen super schönen Stellplatz gefunden. Einer der besten überhaupt. Aber um da hinzukommen, hat es ein bisschen Arbeit gebraucht. Okay, schön seid ihr wieder dabei und dann lassen wir los. Wahnsinn! Jetzt haben wir kurz Pause gemacht, fahren wir weiter. Jetzt fängt die Teerstraße an. Also, es wird immer besser. Gute Entscheidung hier durch. Also doch noch eine Teerstraße, wenn auch ja, ein bisschen zusammengepflastert. Aber immer noch besser wie diese Steine, diese gelegten Steine. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal so freue über so einen Flickenteppich. Über so eine Straße in miesem Zustand, dass ich mich mal freue, weil ja, besser wie vorher und vor allem die Bäume sind nicht mehr so das Problem, es ist breiter geworden. Also wir nähern uns der Zivilisation und jetzt sogar noch ein kurzes Stück super geteert. He? Das ist Luxus, Straßen, gute Straßen zu haben ist Luxus, wenn man da aus solchen Verhältnissen rauskommt. He? Also so schnell sind wir schon lang nicht mehr gefahren. Ey. Es läuft. So, die Straße wird immer besser und besser. Also, ich würde mal sagen, das Schlimmste ist geschafft und habe ich mir eigentlich diese Straße 389 vorgestellt. Die ist immer wieder angeschrieben mit 389, aber die ist nur teilweise so oder der kleinste Teil offenbar. Noch kein einziges Auto kam uns entgegen. Wir sind jetzt sicher eine halbe Stunde auf der Straße hier, 389 immer noch, und noch kein einziges Auto hin. Also hier ist echt noch viel Platz. Also kommt ja nicht hierher, weil sonst würde das sich ändern. So vereinzelte, okay, aber wenn dann da die große Masse kommt, ja, dann ist das fertig. So, wir sind am Stausee und da suchen wir jetzt einen Übernachtungsplatz. Das sieht alles nach Villen aus da. Ah, da geht es links runter. Hoffentlich. Oder auch nicht. Alles neu gebaut. Ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Ah, ein Auto kommt. Hier hat es ganz schön geregnet gestern, man sieht, es ist ein bisschen ausgewaschen. Dann hoffen wir mal, dass wir da nicht im Stausee landen. Oje, oje. Also hier gibt es zumindest mal eine Wendemöglichkeit. Da war ich auch mit Stern, oder? Da unten ist er auch.
Ja, ich warte mal hier, gehe mal gucken und kannst mich ja dann rufen, wenn ich dies rausziehen muss. So, wir haben unser Plätzchen gefunden oberhalb vom Stausee. Der Sebastian ist sogar noch weiter runter, aber da ist extrem schräg mit Keilen. Habe ich nicht gemacht, nur für eine Nacht. Aber ja, so ist das. Wir sind wieder mal Wasser am Tanken, da bei einer Quelle. Gutes Wasser mit Pumpe, Bohrmaschine. Stehen leider auf der Straße, aber die ist nicht so viel befahrbar, aber haben alles abgesichert. Wir brauchen wieder mal Wasser. Und hier hat es eine Quelle. Und jetzt füllen wir halt mit der Pumpe und Bohrmaschine das Wasser auf. Mach noch mal Disco nach Ton. Na bitte, das war cool. Nach 300 Metern links abbiegen auf Route 161. So, wir fahren weiter von diesem schönen Platz am Stausee. Ziemlich steil da hoch. Aber da fahren die auch mit normalen Autos hoch. Gut, die sind viel leichter. Gestern hat es geregnet. Gut geregnet. Aber alles im normalen Bereich. Ich habe da Besuch, eine Biene und ich habe das nicht mal gemerkt, aber die war hinten und wenn ich mich zurücklehne, dann hätte die mich gestochen. Mitten beim Fahren kann das passieren, schon ein paar Mal. Und jetzt gehe ich raus. Und Bienchen. Oh, die hat den Pollen, hey. Die ist fleißig gewesen, die muss jetzt alles zurückfliegen. Etwa 5 Kilometer, das arme Ding, um ihr Nest zu kommen. Aber tut mir leid. So, unsere Reise geht weiter. Von Bohr jetzt. Wir waren in Bohr einkaufen nach Nisch. Das sind etwas über 100 Kilometer durch schöne Naturlandschaften, nicht Autobahn, sondern Landstraße. Ah, ich wollte euch auch diesen Ausblick zeigen, aber jetzt fahren wir zwischen Berg durch. So, jetzt. Schön, hä? Ja, das muss ich euch jetzt auch zeigen, einfach schön. Wir fahren jetzt echt mit viel Natur, fast keine Menschen, nicht viel Verkehr. Sandra, gefällt es dir? Ja, sehr gut. Alles grün. Alles grün. Wunderschön. Und die Straßen sind gut. Es hoppen ausnahmsweise mal gar nicht bei uns hier. Ja, ab und zu geht es. Haben wir ja richtig viel gefahrt. Ab und zu gibt es ganz miese Straßen, da hoppelt es. Da haben wir dann mehr ein Pferd, aber die ist jetzt gut. Wir fahren gerade einen Pass hoch in den Bergen. So, wir sind oben angekommen. Alles voll Wald. Ich weiß nicht, wie hoch wir sind. Ich schätze 600 bis 800 Meter. Ja,
das scheint vermutlich ein Nationalpark zu sein, weil es ist nichts, keine Agrar, gar nichts. So, jetzt geht's wieder langsam runter, wie immer mit Motorbremse. Etwa das, was euch erwartet, wenn ihr hier durchfährt. Ganz viel Landschaft, ab und zu ein Dorf oder eine Stadt und dann wieder nur Natur, Bäume, Wälder, Felder. So, wir sind im Nisch angekommen. Da kommt Wasser raus. Da muss eine Leitung defekt sein. Hier, wir sind hier. Wo sind wir hier? Kommt euch das bekannt vor? Tja, Konzentrationslager. Wie heißt das Konzentrationslager nicht? Ja, okay. Also, schauen wir das an. Viel sieht man, glaube ich, nicht. So, wir sind mal im ersten Gebäude. Ja. So, was ich gelesen habe, in diesem Konzentrationslager gab es den größten Ausbruch, also Gefangene sind geflohen. Insgesamt 105 schafften es rauszukommen, zu fliehen und 42 von denen starben dabei. Ja, die ganze Gedenktafel. Also im ersten Stock gibt es einiges mehr zu sehen und auch viel zu lesen. So, das ist der letzte Raum. Ihr seht, es hat nicht viele Leute da, fast keine. Die sind da alle umgebracht worden, links und rechts, die haben überlebt. So, wir sind bereits am nächsten Ort nach dieser, leider tragischen Vergangenheit. Gehen wir zur nächsten dunklen Vergangenheit in einen Turm, der voller Totenköpfe sein soll. Und alles andere werde ich jetzt dann erfahren. So, hier drin im Gebäude ist nur
dieser Turm. Tja, da waren alles Totenschädel drin, ne? So 1809 haben die Serben einen Aufstand gegen das Osmanische Reich angefangen und haben dem Sultan damals eine schwere Niederlage gegeben, obwohl die Lage aussichtslos war, haben sie irgendwie ganz viel Schwarzpulver in die Luft gesprengt und sich selber und etwa 10.000 türkische Soldaten mitgenommen in den Tod. Und wegen dem hat dann der Sultan die Köpfe von den Leuten in diese Mauer verewigt, als abschreckendes Beispiel damals 1 Kilometer vor der Stadt. Das ist so die Geschichte von diesem Tower. So, wir sind jetzt in Nisch und schlendern ein bisschen durch die Stadt an der Main Road, Fußgänger Main Road. So, wir waren kurz, fast nicht ganz 24 Stunden in Nisch. Ich habe da mein iPhone nach langer Zeit, nach über einem Jahr in Bulgarien, ist mir das kaputt gegangen, als ich da für euch Aufnahmen gemacht habe. Und ich habe dann die Ersatzteile gekauft, weil die gibt es hier nicht, auch in Bulgarien nicht. iPhone-Display und Ladeport. Jetzt konnte ich das reparieren mit allen Schutzmöglichkeiten. Und das hat mich jetzt 25 Euro, also nur die Arbeit, gekostet. Ja, jetzt fahren wir weiter. Das war unser Übernachtungsplatz. Und das ist gleich hinter dem Fort. Also ein Buskehrtwende, da kommen diese Busse von Nice und machen da Pause, da haben wir übernachtet. So, wir sind endlich raus aus der Stadt, das hat gedauert und jetzt geht's da links hoch, am Berg hoch in wieder ein Nationalpark, da werden wir dann übernachten. So, wir haben die Hauptstraße verlassen und sind unter eine Brücke durch, ganz knapp, dank den zwei Kameras sehe ich es aber. Und jetzt hoffen wir, dass wir da ans Ziel kommen, was man nie weiß. Also die Anfahrt da zu diesem Platz am Fluss, den ich ansteuere, geht wieder ein bisschen durch den Dschungel. Ich habe unterdessen Dschungelerfahrung, noch geht es, wenn man langsam fährt. Solange es nur dünne Äste sind. Franzose, der jetzt hier unterwegs ist mit 3 Ziegen und Hundemama und 3 Welpen, ist natürlich schon ganz speziell. Lustige Leute sieht man hier im Dschungel. Er beschäftigt sich hier als Waldarbeiter, um den Weg frei zu machen. Also wenn ihr auch kommen, wenn ihr auch kommen wollt zu diesem Platz, dann beeilt euch, bevor wieder alles zu weg. Franzose mit Hunde und Schafe.
Ja, den habe ich auch gesehen. Habe ich auch nur Französisch gesprochen. Den habe ich auch gefilmt, ja. Der war süß, vor allem die Welpen. Also wenn ihr auch kommen wollt, beeilt euch, bevor wieder alles zuwächst. Der Platz hier unten am Wasser ist wunderschön. Ist sowas wie ein Grill und Ausruhplatz, Wanderplatz. Also jetzt ist gleich alles weg. Hier wächst jetzt alles mega zu. So, habe alles freigeschneidet. Jetzt kommt der Sebastian auch mit seiner Karuze. So, der Weg ist frei geschnitten. Kein dichter Dschungel mehr. Da fahren normalerweise auch Leute durch. Aber jetzt kommt da der Dschungelcamper. Und ja, hier sogar zuerst der Sebastian, der hat uns gleich gefunden. Dem haben wir den Weg geebnet. Der wird sich freuen, dass er nicht mehr schneiden muss, dass er einfach fahren kann. Hallihallo! So, hier habe ich alles freigeschnitten. Die Einheimischen können jetzt auch mit größeren Fahrzeugen durch. Aber es war ein bisschen Arbeit. Aber was soll's, ich habe ja Zeit. Das meiste ging mit der Schere. So, und jetzt der René mit nochmal einen Meter circa höher als der Sebastian. Hier unser Dschungelcamper, der hier jetzt Platz hat, hier durchzufahren. Vorher war es unmöglich. Aber das wächst ja alles wieder. Hier hat so viel Natur und so viel Wasser und so viel Grün. Und die anderen sind uns bestimmt auch dankbar, dass wir hier mal wieder durchkommen durch den Weg. Gut gemacht! Und dann fahren wir hier auf diesen wunderschönen Platz direkt am Wasser. So, jetzt stelle ich euch noch unseren schönen, super Platz vor. Da hinten ist sogar eine Toilette. Und hier Quellwasser, frisches Quellwasser, der Fluss ist da. Hier eine Strömung und ein altes Wasserrad. Ja, und wer noch will, der kann hier duschen. Also, alte Technik funktioniert. So, jetzt ist noch besser. Das Ganze wird hier abgestellt. Ganz einfach. Das andere Seite. Und da hinten sind unsere Camper. So, da sind unsere Camper. Da frühstücken wir gerade. Alles tippitoppi. Ist es gut? Dieses Wasser, ist es gut? Ist auch gut. Ja. Ist es gut? Ja. Aber Wasserhahn für den Camper Wasser befüllen. Und schon wieder vorbei. Tut mir leid. Aber ja, immerhin 20, 25 Minuten habt ihr wieder einen Einblick gekriegt, wie ich da unterwegs bin. Und ihr könnt das alles verfolgen. Polar Steps, unten ist der Link. Und wo ich überall war und wo die Route durchführt. Und jetzt geht's dann weiter in die Rhodopen, genau, kurz in die Rhodopen, 2 Nächte. Und dann geht's ziemlich zügig vorwärts nach Plovdiv und dann weiter in die Türkei. Ja, das ist die Zukunft. Noch bin ich in Bulgarien vor Plovdiv. Und ja, schön wart ihr dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Daumen hoch, wie immer. Empfehlung, bin ich auch froh der Verlinkung. Und bis bald.